Herzlich willkommen auf Retrobasis. Ich bin Perudo und willkommen zum dritten Weihnachtsspezial Weihnachten auf Retrobasis. Wir spielen Gianna Sisters. Ja, wir werden diese Runde etwas zügiger spielen. Es ist ja schon die zweite Aufnahme. Die erste Aufnahme ist leider verschütt gegangen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Am Aufnahmeprogramm, am Encoder oder wie auch immer die ganze Gedönste heißt. Ja, es ist sehr frustrierend. Ich bin wirklich kurz vorm Exodus. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen mit dem neuen Modus sozusagen an und wir müssen leider von ganz von vorne beginnen. Wir können uns leider auch nicht mehr das Intro ansehen. Das ist sehr schade, denn anscheinend scheint er den Fortschritt zu speichern. Ich habe auch mal neu installiert, also gelöscht und neu installiert. Das hat nichts genutzt. Und ja, wir starten einfach mal ein Level. Wir schauen rein und wir gucken mal, so ein, zwei Level werden wir spielen. Dann schauen wir uns mal den Retro-Modus an. Da geht einem richtig das Herz auf beim Retro-Modus. Aber hier auch schon eigentlich sehr schön. Da ist unsere kleine Gianna. Es gibt Infotafeln, also quasi ersetzt das Tutorial. Drücke die Leerstaste, um zu springen. Aha, okay, da können wir über Hindernisse springen. Jeder Diamant gibt einen Punkt. Und wenn wir 100 Diamanten eingesammelt haben, bekommen wir ein extra Leben. Das ist immer gut. Vor allem, wenn ich spiele, ist es gut. So, ich frage mich, wo ist eigentlich hier mein Bällchen hin? Ich möchte nämlich gerne die Punkergöre werden. Okay, hier ist eine Warnung vor diesen Viechern. Gut. Schauen wir mal. Ja, das war für mich der Hit auf dem C64. Okay, wenn wir das machen, werden wir zur Punker. Wie Obelix, der in den Zaubertrank fällt oder fiel. Die Gallier bekommen ja alle so ein bisschen den kleinen, ja, Blitz, erfahren sie im Körper, wenn sie von dem Zaubertrank trinken. Ah, die Musik ist herrlich. Inspiriert vom Original-Soundtrack. Ich weiß nicht, ob der Original-Composer hier mitgespielt hat oder mitgewirkt hat. Also gespielt. Ja, das war schon übrigens Level 1. So, weiter geht's zu Level 2. Okay, das heißt, wir können die Gegner auch erledigen, indem wir draufspringen. Das sagte uns aber ziemlich früh. Ich kann ihn sogar hier rösten. Hier gilt es, drei rote Diamanten zu finden. Oh Gott, wo sind die eigentlich alle? Oh, noch sechs blaue Steine. Dann bekommen wir ein extra Leben. Hier ist kein roter Diamant, also ein Rubin. Haben wir da unten was? Ne. Ah, da haben wir unser extra Leben. Okay, da ist der zweite. Okay. So, ach ne, wir haben ja gerade das extra Leben bekommen. Jetzt schnappen wir uns noch den letzten roten Rubin. Also ein bisschen doppelt gemobbt, ne? Roter Rubin. Und die Fahne war eben noch blau. Mit dem Einsammeln des letzten fehlenden Rubins färbt die sich auch. Ja. Da kommt ein Stück Kindheit zurück, auch wenn ich extrem gefrustet bin. Denn, wie gesagt, das ist alles hinüber. Ich sehe, ich habe hier alles schön gespielt. Selbst das Bonuslevel habe ich gespielt. Und ja. Es ist sehr frustrierend, wenn dann die Aufnahme kaputt ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es liegt oder lag. Am Aufnahmeprogramm selbst ist die AVI kaputt gewesen, obwohl ich sie repariert habe oder zumindest versucht, irgendwas zu reparieren. Oder ist es tatsächlich das Konvertierungsprogramm? Ich weiß es nicht. Also das Encoding-Programm. Ja, und hier ist das Retro-Level. Und alle C64-Freunde des Spiels werden jetzt quasi, allein bei der Musik schon geht das Herz auf, werden sich sehr freuen.
Es ist wirklich eine 1:1 Nachstellung des Original-Levels auf dem C64. Gut, okay. Ob es jetzt wirklich exakt millimetergenau nachgestellt ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe es nicht mehr im Kopf. So, geröstet. Aber ich hätte schon mal Lust, nochmal das auf dem C64 zu spielen. Vielleicht zeige ich das ja auch mal. So, wir haben einen roten Diamanten hier. Wo ist der? Ach hey, wo ist denn der rote Diamant? Der ist ja doch ganz am Ende des Levels, aber... Ich bin etwas überfragt jetzt gerade. Okay. Nein, puh, um Gottes Willen. Jetzt schockt mich hier nicht. Okay. Weil das müsste nämlich eigentlich schon das Levelende hier sein. Oh. Der liebevolle Countdown weist auch darauf hin, dass jetzt gleich Feierabend ist. Deswegen müssen wir uns hier mal ein bisschen beeilen. Boah. Ich weiß nicht, wo der rote Edelstein ist. Und jetzt wird das Höhlenlevel. Oh, schön. Ach, die Viecher. Ach, schön. Diese Matschviecher. Ach, schön. Oh, fünf Auge. Oh, ein Blümchen. Das ist ein, quasi ein Level-Zwischenspeicherstand. Boah, voll gematscht. Oh, das hört sich so gruselig an. Hä? Geh nicht kaputt? Okay. Na gut. Oh nein, das ist ja... Ja, es ist das Original-Level. Da oben. Ja, da muss der kleine Perudor erstmal hinkommen. Was ist denn da ganz oben? Oh, da haben wir keine Zeit mehr. So. Da, auch ein roter Diamant. Das gibt's doch gar nicht. Wo sind die denn versteckt? Das werde ich nochmal offline spielen. Ja. Diana Sisters. Weihnachten auf Retro-Basis, der dritte Teil im Alltempo. Es ist schon eine späte Stunde. Das soll ja vielleicht noch heute hoch. Sonst wäre es ja nicht mehr unbedingt Weihnachten, obwohl es eh schon ziemlich spät ist. Es tut mir sehr leid, aber es ging leider nicht früher und. Das zweite Grund, es ist wirklich sehr frustrierend. Ich verstehe es nicht, warum immer wieder regelmäßig, muss man schon fast sagen, also jetzt nicht regelmäßig alle zwei, drei Mal, aber doch schon für mich gefühlt subjektiv regelmäßig immer Probleme bei der Aufnahme gibt. Das ist wirklich sehr, sehr frustrierend. Und irgendwann ist auch da einfach meine Geduld zu Ende. Auch wenn es meine eigene Dummheit ist, ich meine letztendlich... Schwer ist es ja nicht, ne? Programm starten, Aufnahmeknöpfchen drücken, Spiel starten, ne? Aufnahme beenden, wie auch immer. In welcher Reihenfolge das jetzt hier genannt wurde, weiß ich nicht, ob das jetzt korrekt war. Ne, erst Aufnahmeprogramm starten, also das Programm starten, Spiel starten, die Aufnahme starten, Aufnahme beenden, Spiel beenden und Aufnahmeprogramm beenden. Mein Gott. Puh. Ich wünsche euch noch ein schönes Restweihnachtsfest, eine wundervolle Zeit zwischen den Tagen, also zwischen Weihnachten und Silvester, eine schöne Silvesterparty, vielleicht hier auf Retro-Basis, wenn ich es schaffe. Und dann wünsche ich euch einen guten Start in das Jahr 2016. Ich danke fürs treue Zugucken und Kommentieren an alle Kommentatoren, die es definitiv sind, die wissen auch, dass die gemeint sind. Und ja, dann
freue ich mich auf ein erfolgreiches Jahr 2016. Mal gucken, was uns da alles erwarten wird. Es wird ein buntes Potpourri an Systemen, Spielen und Spaß an der Freude. Dann danke fürs Zugucken. Bis dann. Ciao.